1112 Episode 1 zählte zu einem der am besten bewerteten Spiele im App Store, bis die Gerüchte aufkamen, es handle sich nur um eine Abzocke und eine Fortsetzung wäre gar nicht geplant. Dann erschien Episode 2 doch noch. Die Wartezeit ist verständlich, denn bei den Machern der Serie handelt es sich im Grunde nur um ein kleines Team, bestehend aus 3 Mann. Mittlerweile ist Episode 3 erschienen. Am Konzept der Serie hat sich nichts geändert. Es handelt sich um waschechte Point-and-Click-Adventure-Kost auf höchstem Niveau, exklusiv für eure Apple-Geräte. Wir stellen euch hier stellvertretend für die Serie den neuesten, den 3. Teil vor. Die Geschichte handelt von Louis, einem jungen Antiquitätenhändler, der in Jellinsville zusammen mit seiner Ehefrau Anna wohnt. Doch das Leben von Louis ist ein wenig aus den Fugen geraten. So startet das Spiel damit, dass ihr euch in der Rolle von Louis auf der Toilette eures besten Freundes John wiederfindet. Das Dumme ist nur, dass ihr keine Ahnung habt, wie ihr hierher gekommen seid. John erzählt irgendwas von Medikamenten, New York, Anna und dass er sich Sorgen um euch macht. Leicht benommen von den vielen wirren Informationen, begebt ihr euch auf den Weg zu eurem Haus. Dort angekommen, erlebt ihr gleich den nächsten Schock. In euer Haus wurde eingebrochen. Und es muss schon eine ganze Weile her sein. Diele und Bad sind schon mit einer dicken Eisschicht überzogen und die Leitungen zugefroren. Wo ist Anna? Wer steckt hinter dem Ganzen? Und woher kommen diese Gedächtnislücken? Episode 3 liefert euch eine spannende Geschichte, die ihr auch genießen könnt, ohne die Vorgänger zu kennen. Fahrt ihr mit dem Finger über den Bildschirm, werden euch die Gegenstände und Personen angezeigt, mit denen ihr interagieren könnt. Über ein Auswahlmenü könnt ihr Gegenstände untersuchen oder nehmen oder mit Personen sprechen. Auf der rechten Bildschirmhälfte öffnet ihr ein Hauptmenü, wo ihr eure eingesammelten Gegenstände betrachten oder einen Blick auf die To-Do-Liste werfen könnt. Hier wird euch angezeigt, was ihr noch zu erledigen habt. Das ist zwar durchaus hilfreich, ein richtiges Hilfesystem, wenn ihr mal an einer Stelle festhängt, gibt es jedoch nicht. Die Vorzüge des Touchscreens werden gut genutzt. So müsst ihr bei einem Save das Zahlenrad wirklich drehen oder in einer anderen Szene den Schnee von einer Falltür wischen. Das ist nichts Revolutionäres, aber es fühlt sich einfach sehr stimmig an und man merkt den Entwicklern an, dass sie sich wirklich Gedanken gemacht haben, das Spiel optimal an den Touchscreen anzupassen. Grafik und Sound sind ebenfalls sehr atmosphärisch und unterstützen die düstere Stimmung. Unser Fazit: Wer auf Adventures steht und abseits von Monkey Island und Baphomets Fluch mal wieder eine originelle Geschichte genießen möchte, die auf den Punkt fit für iOS gemacht wurde, der sollte unbedingt einen Blick riskieren. Euch erwartet feinste Adventure-Kost.